Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Zehlen, ich möchte noch ein paar Dinge klarstellen, die Sie wahrscheinlich noch nicht so richtig mitgekriegt haben. Die Linke sagt Ja zum Sport und Nein zu einer Olympiabewerbung Berlins. Und Sie können das sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit im Agieren der Linken nachvollziehen. Wir haben zu rot-roten Zeiten jede der Bewerbungen Berlins für internationale Wettkämpfe mitgezogen. Mit unserer Hilfe wurden Leichtathletik-WM hierher geholt, Schwimm-WM, das ist nicht Ihr Verdienst gewesen, wurden internationale Wettkämpfe nach Berlin geholt. Und wir sagen, diese Wettkämpfe sind wichtig für das Profil der Stadt und wir werden das auch weiter tun. Olympische Spiele sind einfach eine Nummer zu groß, das hat mein Kollege deutlich ausgeführt. Und das, was Sie hier behaupten, dass Olympische Spiele und die Wettbewerbe, die da 2024 oder 2028 stattfinden werden, die Kinder beeinflussen werden im Umgang mit Sieg und Niederlage, das ist eine Chimäre, das ist ein bisschen lächerlich. Sie werden hier alles ranziehen, was irgendwie mit Sport zu tun hat, um es für Olympia zu benutzen. Und dieser Gedanken, dieser Dissens in Ihren Gedanken, der zieht sich ja durch. Sport ist nicht Olympia, Sport ist viel, viel mehr und dafür werden wir uns immer einsetzen. Die wichtigste Frage haben Sie ausgelassen. Und das ist die Frage, wie wir es schaffen, dass die Berlinerinnen und Berliner wirklich sagen können, ob sie das wollen. Und an dieser Frage scheitern sie im Augenblick. Im Übrigen will ich Sie fragen, Herr Zehlen, was ist eigentlich mit Ihrem Fraktionskollegen im Bundestag, Herr Steffel? Gehört ja auch zu der Seite hier der Nichtsportler in, wie die Linke, der ja auch sich kritisch zu einer Olympiabewerbung ausgesprochen hat. Sind Sie da nicht Mitarbeiter? Wie schaffen Sie das eigentlich persönlich? Und noch eine letzte Sache. Solidarpakt Sport wäre eine Pflichtaufgabe. Sie haben das in Ihrem Koalitionsvertrag drin. Dieses umzusetzen wäre eine Pflichtaufgabe. Wie ich höre, ist der regierende Bürgermeister da persönlich sehr dagegen. Ja, fechten Sie das aus. Sie haben uns da auf Ihrer Seite. Wie sieht das aus, wenn eine Sporthalle, die das Parlament genehmigt hat, im Schul- und Sportleistungszentrum Hohenschönhausen, wenn die einfach durch den Finanzsenator gestrichen wird, 7 Millionen weniger, macht eine Sporthalle weniger im Schul- und Sportleistungszentrum. Wie verhalten Sie sich eigentlich da in der Koalition? Das sind Pflichtaufgaben. Und als Marzahnerin will ich es wenigstens gesagt haben. Solange es kein Freibad im Bezirk Marzahn-Hellersdorf für 250.000 Euro gibt, brauchen wir auch über Olympiabewerbung hier nicht mehr lange zu sprechen. Dankeschön.